Ja, herzlich willkommen bei Soccer Performance. Heute zeige ich dir die besten Tricks, die besten Finten, die du machen kannst, um Spiele am Gegner vorbeizukommen. Es werden jetzt keine fancy Finten sein, sondern wirklich effektive Finten, die du im Spiel auch einsetzen kannst. Legen wir gleich los. Ja, die erste Übung ist einfach ein ganz einfacher Übersteiger. Konzentriere dich einfach darauf, dass du wirklich deinen ganzen Körper hier verlagerst, fast schon vom seitlichen Ausgeschritt hast. Sind, wenn man hier nur über den Ball nicht wirklich, also nicht richtig über den Ball steigt, hier nur so eine Art Matthews macht. Und was du auch beachten musst, ist, dass du wirklich mit dem ganzen Körper die Körpertäuschung machst. Ich mach's einmal kurz vor. Eine Variante, die du machen kannst, ist die Übersteigerfinte. Das Problem ist natürlich, dass wenn wir jetzt mit rechts antribbeln, Übersteiger mit rechts machen, nach links vorbeigehen, dass wir dann mit links schießen müssen. Ist für manche Spieler nicht so vorteilhaft. Deswegen kannst du auch die Übersteigerfinte machen. Das heißt, du machst deinen Übersteiger, eine Finte, gehst dann rechts vorbei. Auf deinen starken rechten Fuß. Was man da auch noch dazu sagen muss, du solltest die Tricks immer so anwenden, je nachdem wie dein Gegner sich auch positioniert. Also wenn dein Gegner jetzt so steht, ist es natürlich vorteilhaft, den Übersteiger in die Richtung zu machen, in seinen Rücken. Da muss er sich entweder so drehen, hast du schon einen Vorsprung, und sich so zu drehen dauert auch extrem lang. Aber in die Richtung mitzugehen ist natürlich einfacher. Ich mache jetzt einmal kurz die Übersteigerfinte vor. Bei der Übersteigerfinte reicht es auch aus, wenn du wirklich nur einen ganz leichten Ball machst, das Übersteiger, um nach links zu gehen, dein Gegner denkt, du machst normalen Übersteiger, dann machst du nur eine ganz leichte Bewegung nach rechts und sofort ziehst du ab, nächsten Kontakt ohne Zwischenschritte. Funktioniert super, wenn du wenig Platz hast und schnell zum Schuss kommen musst. Der nächste Trick ist der Elastico. Rechts zu spielen, der Innenseite wieder nach links. Das ist ja am besten im Stehen mal ab und zu üben. Der Trick ist gar nicht so schwer, wenn man ihn wirklich ein paar Mal geübt hat. Das Wichtige ist nur, dass ihr nicht den Elastico hier macht, sondern wirklich den Ball erst zur Seite spielt. Euer Gegner muss denken, dass ihr in diese Richtung geht. Und dann im letzten Moment versucht ihr einfach noch den Ball mit der Innenseite zu berühren. Können auch zwei Kontakte sein. Mach's wieder einmal kurz vor. Den nächsten Trick macht Arjen Robben im Spiel extrem häufig. Ganz einfach, ihr dribbelt einfach an, macht eine leichte Finte nach links, geht dann mit der Außenseite nach rechts ein bisschen abkappen. Das war's auch schon. Das Wichtige ist nur, dass ihr es wirklich im maximalen Tempo macht. Ihr dürft nicht langsamer werden und ihr dürft den Trick auch nicht zu früh machen. Wenn ihr den Trick zu früh macht, kann euer Gegner noch reagieren. Es geht wirklich darum, den Trick in allerletzter Sekunde zu machen.
Ja, der nächste Frontaltrick heißt Cristiano Ronaldo oder Ronaldo Chop. Ist ganz einfach. Ihr dribbelt den Ball, macht einen Chop. Anderen Seite hinter euren Füßen. Ist super, wenn ein Gegner hier reingelaufen kommt und hier Richtung Tor wollt. Ich mache mal kurz vor. Ihr könnt den Ball noch mit rechts führen. Das wird dann einen Zwischenschritt einbauen. Damit wirklich, dass ihr den Chop nicht nach vorne macht, sondern zur Seite. Der nächste Trick ist einfach eine Schussfinte bzw. abkappen mit der Innenseite. Sieht so, sieht folgendermaßen aus. Dribbelt an, kappt einfach nach innen. Das ist wie beim Robben. Geht es darum, den im allerletzten Moment zu machen, wirklich 90 Grad Richtungswechsel durchzuführen und mit extrem viel Tempo auf den Gegenspieler zulaufen. Könnt ihr machen, wenn ihr jetzt rechtsfüßig seid, so dann Richtung Grundlinie gehen, den Ball reinschippen oder nochmal querlegen. Die andere Seite ist natürlich besser, müsst ihr ja wieder mit links schießen. Das war früher der Move, den ich am meisten gemacht habe, ist einfach extrem simpel, kann man im hohen Tempo machen. Zack. Ihr müsst auch immer schauen, was euer Fuß, euer stärkerer Fuß in der Explosivität der Schnelligkeit ist. Bei oben zum Beispiel der linke. Deswegen nimmt er ihn hier mit und sprintet dann hier. Bei mir war es auch, der ist auch der linke, deswegen ist diese Bewegung eben die, die ich auch am häufigsten gemacht habe, dieses Einkappen. Ich mache es mal kurz vor. Enttäuschen, wenn es besonders effektiv sein soll. Nachteil in dem Trick ist, dass ihr den Ball natürlich schon ein bisschen vorlegen müsst. Also wenn der Raum hinter dem Gegenspieler eng ist, am besten einen anderen Trick wählen. Der Ball könnt nicht so machen und dann vorbeikommen. Ihr müsst ihn euch schon ein bisschen vorlegen. Optimal ist, wenn der nächste Kontakt dann sofort ein Torabschuss ist. Dann der letzte Trick ist auch eine Art Schussfinte, aber hinter dem Standbein. Sieht so aus. Am besten, wenn ihr seitlich zum Tor steht, Schuss antäuschen, mit der Fußspitze weg vom Gegner seitlich mitnehmen und auch lehnt euch in diese Richtung, okay? In diese Richtung rein gehen, dann seid ihr da wieder schneller unterwegs, könnt damit links abschießen. Den solltet ihr auch unbedingt auch mit dem schwachen Fuß können, dass ihr damit rechts schießen kann. Das ist ein sehr effektiver Trick, den man überall im Strafraum, vor dem Strafraum anwenden kann. Ich mach's einmal kurz vor. Die Tricks auch kombinieren. Beispiel, was gut funktioniert, ist ein Übersteigerfinte mit anschließendem Schusswechsel. In der Position ist natürlich schwer mit links. Der letzte Frontaltrick ist einmal der Zinedine Zidane. Kennt ihr auch, der Sohle einmal zack, zack. Dann auch abschießen, Torabschuss. So, das Video ist jetzt auch schon ein bisschen länger geworden, deswegen beende ich das an dieser Stelle. Es geht wirklich darum, diese Tricks mehrfach zu üben, noch alleine mit dem Ball rauszugehen, die ganze Zeit die Tricks zu üben und dann könnt ihr die auch im Spiel anwenden. Beim Spiel ist natürlich Gegnerdruck, das Tempo ist nochmal höher. Versucht erst die Tricks so zu können,
hier alleine auf dem Platz dann im Mannschaftstraining anwenden, wenn es da geht, dann auch im Spiel probieren. Genau. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hast du einen Daumen hoch. Und wenn du mehr Videos sehen willst, wo es nur darum geht, wie du ein besserer Fußballer wirst, kannst du jetzt den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.